Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir mal Minigolf und zwar die erste Sonderedition. Und ja, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Ich habe einfach mal mir gedacht, jo, kannst du ja mal ein Video drüber machen? Das ist auch wieder so ein Spiel, was ich früher mal gezockt habe. Und hier habe ich gerade gezeigt, wie man den Ball wieder zurückkriegt. Also es nochmal so ein bisschen erklärt sozusagen. Was halt die einzelnen Features sind. Und ja, hier zum Beispiel gehe ich jetzt über den Sand. Und da wird man logischerweise langsamer, wie ein Flatout. Und ja, würde ich sagen, wir lochen das Ding mal ein. Und eine Sache noch, und zwar ist das Spiel von früher noch. Das habe ich früher immer gezockt. Und da, ja, da war es eigentlich immer richtig geil, muss ich sagen. Also für mich, das Spielerlebnis war schon ziemlich gut. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht das beste Spiel ist, auch grafisch natürlich wieder weit unterlegen. Und oh, da hat man gesehen, dieses Mal hat es einen positiven Effekt, dass wir da drüber gegangen sind, über dieses Symbol. Da sind wir direkt mal hier hintergekommen. Also es hat nicht immer was Negatives. Bei dem ersten waren wir dann wieder oben und braucht dann wieder mehr Schuss. Und oh nee, das ist ja jetzt immer richtig nervig, ey. Wenn der Ball runterrollt. Na, wir versuchen es nochmal. Und oh, das wird doch wieder nichts. Das ist so unmöglich einfach nur. Da fällt einem nichts mehr ein hier. Wie ja so oft bei mir. Guckt euch das an, Alter. Der fällt immer wieder runter. Das geht überhaupt nicht. Beziehungsweise er fällt ja nicht, er rollt ja wieder runter. Und das ist auf jeden Fall furchtbar. Jetzt ja endlich mal oben hier. Jetzt können wir es auch gar nicht mehr verkacken. Genau. So, dann das dritte Level. Ja, es steigert sich wahrscheinlich immer so ein bisschen mit den Leveln. Ich kenne die natürlich schon alle von früher. Es ist jetzt auch nicht so viel, dass man jetzt sagen würde, wow, wie viel ist denn das? Okay, das war jetzt wieder ein bisschen doppelt gemoppelt, aber egal. Wir sind ja hier bei TMLP und nicht beim guten YouTuber. Da können wir uns das erlauben, ne? Och Mann, jetzt schaffen wir es auch wieder nicht hoch. Ja, auf jeden Fall, was gibt's noch zu sagen? Ich werde nächste Woche den zweiten Teil spielen von dem Spiel. Wie gesagt, das hier ist halt der erste und der ist halt auch noch ein bisschen älter. Der zweite Teil ist dann ein bisschen anders, selbstverständlich. Aber der unterscheidet sich sogar ziemlich stark von dem hier. Auch vom Spielmechanischen her, etc. ist das dann nochmal was komplett anderes. Also irgendwie finde ich, der erste Teil ist besser gelungen. Aber er ist halt ziemlich, ja, ziemlich knapp gehalten. Also er ist überhaupt nicht umfangreich, etc. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht, was hier dabei ist. Ihr werdet das gleich sehen, dass das Spiel relativ schnell durch ist. Also, das dauert jetzt nicht so lange, bis wir hier irgendwie dann am Ende sind. Und das ist halt schon ziemlich schade. Ich hätte mir dann schon ein bisschen längeres Spiel vorgestellt. So, das sind wir abgetaucht. Im Wasser. Ich muss sagen, das hier erinnert mich immer an Minecraft. Beziehungsweise andersrum, als ich mit Minecraft angefangen habe, das zu spielen, hat mich das irgendwie immer manchmal an diesen Ort hier erinnert. Ich weiß nicht. Das ist voll cool irgendwie. Oh, noch eingelocht. Richtig gut. Dann zum nächsten. Hier regnet's. Das ist so eine verfallene Burg oder so. Ja. Und, wir können jetzt wählen. Ich nehme mal das Loch. Ah, kriegt man natürlich wieder nicht hin. Warum auch? So. Und dann, ja, geht's ans Ziel, hoffe ich. Na, 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 na. Ich hoffe, wir schaffen jetzt das mit dem letzten Schuss. Wird das was? Aber klar. Okay, schön. Dann, das hier müsste jetzt auch schon so ziemlich das letzte Level sein. Ich habe das Spiel natürlich im Voraus schon mal gespielt. Und, ja, ich finde halt, wie gesagt, dass es sehr, sehr wenig ist. Wenn es jetzt schon das letzte Level ist hier, wie viel waren das jetzt? 5 Stück oder so? Oder 6? Und das ist, ein bisschen wenig. Also, bei solchen relativ kurzen Leveln, braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Meiner Meinung nach.
Naja, keine Ahnung. Vielleicht kann man die irgendwie freischalten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so noch so viel liefert. Also, ich denke schon, dass das hier alles war. Leider. Naja. Wahrscheinlich bin ich auch so über der Pro und kann das so richtig gut. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. So, wer weiß, wie lange andere Leute für das Spiel brauchen. Vielleicht brauchen die irgendwie 3 Stunden. Und ich mache das in 5 Minuten. Das wäre mir ne natürlich mal schön zu wissen. Ja, 6 Level hat man nur. Und das hier ist jetzt mal ein Testlevel. Ich musste zwischendurch ein bisschen cutten, weil sich das nicht alles mit aufnehmen ließ. Das Spiel ist halt auch schon ein bisschen älter. Und ich konnte es auch nur am Windows XP aufnehmen. Das ist auch ein bisschen scheiße. Aber nun gut, davon will ich mich mal nicht stören lassen. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt bringen kann. Und ja, dann wieder über Sand. Also hier haben wir mal alle Elemente, die so im ganzen Spiel vorkommen. Das ist halt so ein Mondlevel, so als Test. Und ja, ich glaube, hier kann man sich irgendwie auch selber Level erstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das geht, glaube ich, auch noch irgendwie. Ja, dann machen wir das mal. Also, ja, normales Wasser, ne? Da wird man halt wieder zurückgesetzt. Dann schaue ich noch mal. Ich will mal hier auf diesen Kreis da unten. Also auf dieses Teil. Aber ich treff's nicht, Alter. Was ist denn das? Wir müssen das doch irgendwie kriegen. Naja, ich gehe erst mal hoch ein bisschen. So. Und da wären wir. Da testen wir jetzt halt mal hier oben, wie es sich so verhält. Ach, da wären wir da unten gespawnt. Also wahrscheinlich irgendwie wieder random. Obwohl ich nicht glaube, dass man dann immer random woanders ist, sondern einfach nur dann halt immer derselbe Platz schon, aber halt irgendwo. Jetzt nichts Spezielles. Kein spezieller Ort oder so. So. Ich versuch's nochmal hier außen lang, anders wird's wohl nicht gehen. Mit meinem noobigen Scheiß-Ding. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber egal. So, das war aber jetzt easy. Da sind wir oben. Und ich versuche nochmal unten das Loch zu treffen. Was natürlich wieder für mich eine herausragende Schwierigkeit darstellt. So, Jump Let's Play und so, die haben ja auch immer so Minigolf und so gemacht. Ich weiß nicht, was die gezockt haben. Ich habe mir das nicht angeguckt. Obwohl, doch einmal habe ich es gesehen. Es war irgendwie auf jeden Fall was anderes. Vielleicht war es auch eine neuere Version von dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Es kann natürlich schon sein, dass das Spiel heute komplett anders aussieht, weil das wird ja immer weiter fortentwickelt. Wenn man schon mal den Unterschied zwischen Teil 1 und 2 betrachtet, dann ist das schon mega krass. Und hier oben können wir auch noch ein bisschen was einstellen, wie man sieht. Da haben wir noch mal den Ball. Und ja, was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass die Schrift ein bisschen klein ist. Also auch da oben irgendwie. Hier haben wir noch mal ein bisschen die Hilfe. Noch mal alles erklärt und so. Und ja, allerdings ist jetzt hier nicht so noch was Atemberaubendes dabei. Und ja, ich weiß halt auch nicht unbedingt, was ich in dem Spiel hier noch großartig machen soll. Aber ich habe mir noch was Kleines, Feines ausgedacht für das heutige Video. Und das hänge ich dann auch mal hier hinten dran. So, da wären wir wieder. Und zwar spiele ich jetzt mal mit 4 Bällen. Ihr werdet gleich sehen, wie das funktioniert. Hier haben wir schon den zweiten. Ja, da der dritte. Ich habe einfach mal hier die Farben genommen und habe auch eingestellt, dass die sich gegenseitig bewegen können. Und natürlich auch bin ich wieder am Failen, das ist natürlich auch klar. Das ist ein bisschen wie beim, wie heißt das nochmal? Nicht Bowling. Oh, das wird doch peinlich, dass ich das nicht weiß.
Hier, dieses Billard, genau. Ach du Scheiße. Mir fällt das Wort nicht ein, Alter. Ja, aber so ein bisschen wie beim Billard, mit den Kugeln zumindest. Naja, war wahrscheinlich eh wieder eine dumme Bemerkung, die wo sich die meisten Leute an den Kopf fassen werden. So. Okay. Ja, ich habe das nämlich früher immer gemacht. Da habe ich immer mit 4 Bällen gespielt, alleine. War auch mal lustig. Das habe ich auch hauptsächlich gemacht, weil ich einfach damals auch schon ein bisschen fand, dass das alleine ein bisschen zu schnell geht, das Spiel. Und deswegen habe ich immer versucht, so ein bisschen hier Scheiße zu machen mit den Bällen. Zum Beispiel habe ich dann immer einen so übelst langsam gemacht und einen übelst schnell oder so. Und habe dann auch immer so einen Wettbewerb gemacht. Zum Beispiel habe ich jetzt sowas hier gemacht, immer, dass er dann immer irgendwie mit Absicht halt schlecht ist, ne? Und irgendwie immer zurückgesetzt werden muss. Und ja. Ich weiß auch nicht, sowas habe ich früher immer gerne gemacht. So eine Scheiße. Und ja, da haben wir auch schon den ersten eingeloggt. Und den schießen wir einfach mal wieder zurück. Ist da zurückgeblieben da oben. Aber ja, es kann sich natürlich während dem Spiel noch alles ändern. Oder alles wenden. In eine andere Richtung. Das weiß man nie. Ja gut, da ist es wieder, ist er wieder fast am Start. Ist schon mal ein großer Fortschritt. So, mit dem Gelben versuche ich übrigens heute zu gewinnen. Zumindest versuche ich Zweiter zu werden. Der Erste ist ja schon drin. Mal sehen, wie wir das schaffen und meistern. Der Rote ist in Führung und ja, sofort eingelocht. Der wird es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Ja, ist ja klar gewesen. Oh mein Gott. Er gibt sich jetzt auch Mühe. Das ist schon mal gut. Eine gute Voraussetzung. Aber ich glaube, er schafft es trotzdem zuerst. Ja, aber klar. Naja, wird doch kein zweiter Platz geworden. Aber wenigstens dritter Platz. Nicht ganz letzter gewesen. Naja. Oh, jetzt waren wir zu. Haben wir zu viel. Oder haben wir das überreizt? Naja, egal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Nächste Woche oder ich weiß noch nicht wann, gibt es auf jeden Fall den zweiten Teil. Der ist dann ein bisschen anders. Und seid da auf jeden Fall gespannt. Ich gehe nochmal kurz ins zweite Level. Aber ich werde jetzt das Spiel beenden. Und wir sehen uns dann. Haut rein. Ciao.